Real Talk, Guys. Nach über 11 Jahren sitzen wir hier und spielen ein weiteres Super Mario Bros. Und damit herzlich willkommen zu Super Mario Bros. Wonder. Guys, es wird so episch, Guys. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo da lassen, ein Like wird mich freuen. Und wir starten jetzt direkt hier rein. Ganz kurz, damit ihr ein paar Vorinfos habt. Die Yoshis und so wie Mopsy, die nehmen beide keinen Schaden, können aber auch dadurch keine Power-Ups nehmen. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht so weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen einer Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Oh, es geht los, Guys, es geht los. Wir können uns bewegen. Hallo, die Blume kann mit mir reden. Zeit für etwas Spaß. Ey, das wird mega Hype, Guys, ich bin so gehyped. Da ist Luigi einfach. Oh, Notenblöcke verhalten sich komplett anders. Wie aufregend, ja. Für euch als Kontext, ich habe mir, glaube ich, 2 Trailer oder so insgesamt angeguckt, um nicht zu sehr gespoilert zu werden, weil ich so gehyped bin. Oh, wir reihen uns mal hier ein. Hallo, Luigi. Wie cool. Boah, wie hoch wir springen können. Was passiert hier? Super Mario Bros. Wonder. Es wird so insane, Guys. Es wird so insane. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser gemeine Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Gar nicht auszudecken, was er alles anrichten könnte. Wie, du möchtest helfen? Vielen Dank! Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen kurzen Augenblick. Ja, also ihr seid ein bisschen spät, Yoshis. Aber passt ja. Und da wären wir auch schon. Welt 1, Röhrenfelsenwiese. Let's go. Ich bin jetzt gerade vom Emulator auf die Nintendo Switch gewechselt. Auf dem Emulator ist es hier mal gecrashed. Finde ich ein bisschen schade. Aber wir starten jetzt ins erste Level. Oh mein Gott. Ich bin so unfassbar gehypt. Guys, wenn ihr auch so gehypt seid, dann lasst jetzt ein Like da. Und wir starten rein. Drücke B, um zu springen. Ach. Oh, let's go. Die Musik ist... Ja. Oh, schaut mal, die Steuerung ist anders. Die Steuerung ist anders. Schaut mal, auf A haben wir oben rechts vermutlich ein Item. Das heißt, man kann wirklich jetzt nur noch mit B und Ding springen. Oh ja, die lila Coins habe ich gesehen. Der schläft einfach. Wie cool ist das denn? Da kann man rein. Das habe ich im Trailer gesehen. Er nimmt wirklich seine Mütze mit wie im Trailer. Ich dachte, das sei nur so eine Animation oder so. Oh ja, wir wissen alle, was hier drin ist. Was ist das denn? Das hat man auch im Trailer gesehen. Ich warte immer noch. Wird es andere Tiere in diesem Spiel geben, Guys? Habt ihr die Hoffnung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist ein Mario-Block. Da gibt es nochmal einen Elefant für Y. Oh, ich kann Wasser mit... Was? Oh, ich kann aber wirklich nicht da hochhüpfen. Aber von unten, okay. Hier, die Blumen, die sehen aus, als brauchen sie Wasser. Das ist ja so nice. Ich habe schon von Leuten gehört, dass es sich wie ein Donkey Kong-Spiel anfühlt.
Aber dass es so krass daran erinnert, hätte ich actually nicht erwartet. Oh, wir haben schon 2 von 3 Starcoins. Ich glaube, dass das Starcoins sein sollen. Ich mache euch alle platt. Bam, mache ich euch. Wenn man schüttelt, fliegt man so hoch. Alles klärchen. What? Dieses Game, guys, wird insane. Dieses Game sieht... Oh, Checkpoint! Warte, können wir ja nicht rein, oder? Wenn Wasser rauskommt, ne. Oh, wir können uns ducken! Hallo! Hallo! Dieses Spiel ist mit so unfassbar viel Liebe gemacht. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das so cool ist. Machen wir hier nochmal ein bisschen Magie. Ja, was ist das wohl? Ich glaube, die heißt Wunderblume oder so. Und jetzt ist alles auf Drogen, Guys. Ja, huiuiui, denke ich mir auch. Oh, let's... No, wir müssen nochmal eine Runde warten hier. Oh ja, haben wir. Oh ja, hier den... Wieso haben die Münzen, die lila, eine Komma-Anzeige? Weird. Was ist dieses Spiel? Wir haben, by the way, alle 3 Starcoins. Das ist nochmal ein Wundersamen. Okay. Ich kann die Goombas aufwecken. Tschüssi. Oh, hier ist schon das Ziel. Let's go. Legit, also komplett zu 100% für das erste Level in einem komplett neuen Spiel. Geisteskrank. Ich habe mega Bock auf dieses Projekt. Mega Bock, Geist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn ihr auch so Bock habt, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir haben 2 Wundersamen und alle 3 Starcoins. Wir haben also alles, was wir brauchen. Let's go zum nächsten Level. Prima, Wundersamen werden uns auf unserem Abenteuer sehr, sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. Das hatte ich eigentlich vor. Wir steppen zum nächsten Level. Piranha-Pflanzenparade. Schwierigkeit. Wieso haben die Schwierigkeitslevel? Das finde ich cool. Das gab es nämlich vorher auch nicht. Also wieso, das ganze Spiel ist komplett anders. Vergleichbar mit keinem anderen Mario Bros. Game. Da hinten ist eine Coin. Im Background. Die Pflanze kann laufen. Waha! Ich liebe es. Kann man da rein? Nee. Erstmal Wände abchecken, man kennt ihn. Was mich ein bisschen irritiert, dass es laufende Pflanzen gibt. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Oh ja, lila Coins. Ich weiß ja nicht, wofür die sind, aber wir sammeln sie einfach alle mal ein. Also die rote Röhre sieht sehr sass aus, weil auch die im Hintergrund rot ist. Und natürlich, ich zoome euch das Ganze mal ein bisschen rein, damit ihr mehr seht. Eine weitere Feuerblume, mit der wir unseren Dings ersetzen. Hier können wir überall nicht rein. Was gibt's hier? Oh, let's go. Hier machen wir einen hohen Sprung mit Drehung. Und hier rüber. Und da oben kommen wir wieder raus. Wunderbar. Oh, hello, sehr. Also kann man doch da hinkommen. Ja, man kann da hinkommen. Das ist mega insane. Ich liebe die Pflanzen jetzt schon. Die sind eine coole Erweiterung. Die reden mit mir. Sprechende Pflanzen sind ganz normal. Nein, sprechende Pflanzen sind auch nicht normal, Kollege. Aber... Ich kann an der Decke laufen. Oh, boy. Da ist ein Wundersamen... Nee, wie heißen die? Wunderblume. Ich bin maximal verstört, aber ich liebe es. In die rote kann man rein. Nein, kann man nicht. Okay. Aber sah schon sass aus. Da kommen so größere Coins raus. Ah, die sind 1 wert. Okay. Ihr könnt mir nicht... Also, unfassbar, wie gehypt ich bin hier rauf. Ja, machen wir weg damit. Das ist ja ein bisschen sehr seltsam alles hier. Na, das war ja ein Erlebnis. Das war ein komplett geisteskrankes Erlebnis. Ich liebe es. Jetzt checken hier die Wände ab. Oh, oh, hier war wirklich was. Wir sind so gut, Guys. Wir sind so gut. Whee! Können wir hier rein? Ne, da kommt jetzt bestimmt gleich eine Pflanze, die uns verfolgt. Nein? Das war's schon wieder? Ich finde die Level sehr kurz. Wir haben kein Zeitlimit, weswegen ich mir mehr Zeit lassen kann. Aber trotzdem sind sie mir bis jetzt kurz. Wir haben natürlich wieder alles eingesammelt, weil wir sind der King. Let's go direkt zum nächsten Level. Nichts wie hinterher ist das nächste Level. Schwierigkeit ist wieder 1 Stern. Also nicht allzu schwer. Ich freue mich schon auf die schwereren Level. Ich bin so gehypt, Mann. Ich glaube das gar nicht. Let's go. Oh, lol. Ich kann ihn erschießen. Oh, die Sounds, wenn wir Sachen kaputt machen. Es ist so wunderschön. Da ist schon wieder so ein spuckender Otter. Aber ich gehe jetzt in die Röhre hier. In die man gar nicht rein kann. Irgendwann wird was in so einem Block sein und ich werde es dann verpassen. Oh, Elefant. Let's go. Bis jetzt hatten wir noch kein anderes Tier. Ich habe Angst, dass es nichts anderes gibt außer Elefant. Das wäre schon lame. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bitte. Let's go, da haben wir die Coin.
nicht treffen lassen jetzt. Hier rüber. Ich will nämlich hier alles wieder einsammeln. Das sieht zass aus. Wir kommen wirklich mit Elefanten-Mario da durch? Okay. Okay, du musst schießen. Das ist gar nicht gut. Ich bin schon weg. Nehmen wir direkt die Feuerblume mal, indem wir A gedrückt halten, nicht einfach nur drücken. Und ich muss mich noch dran gewöhnen, dass wenn ich Tasten zu schnell drücke und den Controller schüttle, dass... Warum geht das? Chickity chickity checkpoint. Wir gamblen natürlich auf den Elefanten. Selbst für Freili haben wir den bekommen. Wunderbar. Und die 10 Coin, die nächste. Nur noch eine. Nee, wir haben alle. Let's go. Das, der hat eine Wonderflower-Dings. Let's go. Was passiert? Was passiert? Ich bin wieder gehypt. Es kommen Sterne? LOL. Oh, wir können einfach alles destroyen. Ja, ich will das alles mitnehmen. Warum ist dieses Spiel so cool? Also, ich mag auf jeden Fall die Ideen. Die Ideen sind sehr, sehr nice. Oh, hier können wir wieder eine Pflanze gießen. Sehr, sehr schön. Du siehst aus, als wär hier das Ziel. Nee, du, hör auf, mein Ziel kaputt zu machen. Och, nee, kommen wir jetzt noch ganz oben hin? Boah, ganz knapp. Aber wir haben es auf jeden Fall. Let's go. Es gefällt mir. Bis jetzt 10 von 10 Top-Game. Das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird mir alles gehören. Dieser elende Bowser. Er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Ich vermute einfach mal über diese Blumenplattform. Ha, nehmen wir doch vorne noch eine von den Propellerblüten, um Deutsch reden zu können, um zu ihm aufzuschließen. Dann tun wir das doch und kommen schon in die nächste Welt. Ich habe Angst, wie kurz das Spiel wird. Da haut er ab. Oh, wir brauchen jetzt sogar Wundersamen, um verschiedene Level freizuschalten. Insane. Und da ist das Castle. Das heißt, wir sind immer noch in Welt 1, nur ein anderer Abteil, Bereich. Keine Ahnung. 14 brauchen wir da. Okay, krass. Spitzenklasse. Mein Papa ist jetzt ein Schloss. Er hat so viel Macht, dass niemand die noch aufhalten kann. Na, das würde ich so nicht sagen. Wir haben ja schließlich noch mich hier an Bord. Ein wunderschönen guten Tag. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Wir steppen weiter. Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Ja, und wir füttern die jetzt, oder? Ah, jetzt weiß ich. Wir sollten es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig. Daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem weiterhelfen. 3 Stück werden gepaid oder brauchen wir? Brauchen wir, okay. Und ich bin mir sicher, fürs letzte Level brauchen wir alle. Obviously. Abzeichen der Röhrenfeldwiese. Okay, es wird interessant. Ist hier alles in Ordnung? Ich hatte ja solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Das Abzeichen? Oh, Abzeichen. Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher, was damit anzufangen. Okay, kennt man auch aus dem Trailer tatsächlich, dass wir mit so Mützen fliegen können. Aber dass es Orden sind, wusste ich gar nicht. Ich wollte ja schon immer eins davon haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt heraus hilfreich sein. Da geht mir ein Herz auf, wie eine Knospe. Ich bin so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Ey, dieses Game ist so innovativ, Guys. So innovativ. Hier drüben. Ey, dieses Spiel, das gibt einem auch einfach gute Laune. Abzeichenübungsplatz. Okay, in der Luft R drücken. Alles klärchen. Das hatte ich vor. Oh, 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 wir wollen die Coins. Nee, da haben wir noch nicht alle Coins. So, da haben wir jetzt alle Coins. Da haben wir jetzt auch schon gelernt, wie es funktioniert. Ich hoffe, wir kommen jetzt direkt ins nächste Level, wo wir das auch gut gebrauchen können. Oh, sieh dich hier mal um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Aber da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Jetzt sind wir... Oh mein Gott, das Game ist auch noch 3D. Ich bin überzeugt. Das sieht ein bisschen ruckelig und laggy aus, wie er da so läuft. Aber ey, wie cool. Einen Galerpertos hält gar nichts auf. Und wir können fliegen, genau.
Den hält wirklich gar nichts auf. Oh boy. Boy, boy, boy. Ich würde ganz gerne da unten lang. Oh, die Pflanze da unten, die kann reden. Ich möchte hören, was sie zu sagen hat. Lol, da ist irgendeine Schnecke. Das war knapp. Weiß ich nicht, du wirst... Lol, wir können so auffliegen mit ZR. Das heißt aber, wir können uns jetzt nicht drehen in der Luft. Okay, okay. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Und bam! Ja, spontan hätte ich gesagt, noch ein Stück tiefer. No way! Starcoin Nummer 1. Whee! Das Fliegen ist ja so insane. Nein, da wurde ich getroffen. Der Baum ist langweilig. Der Baum ist gar nicht langweilig. Boah, das sind die Tricks, das sind die Tricks. Wer bist du denn? Bitte essen Sie mich nicht, Mr. Wolke. Hätte ich gar nicht vor. Aber wenn ich dich berühre, kriegst du trotzdem Schaden. Dankeschön. Beweg dich jetzt. Ja, ein bisschen hier. Muss auch ein bisschen alles entspannt nehmen, Mensch. Nächstes Starcoin in unsere Tasche. Let's go. Checkity, checkity, Checkpoint. Whee! Oh boy. Lo, wieso? Der Dude kann springen. Wir haben eine Feuerblume wieder. Let's go. Da ist der Wonder Seed dahinter. Oh, er kommt. Er kommt. Da hat er den Samen freigelegt. Oder die Blume, wie auch immer. Boy. Oh nein, wir werden jetzt von denen verfolgt. Real Talk. 3 Sekunden haben wir bekommen. Wie soll man denn alle einsammeln? Holy no! Ja, wir können fliegen. Da ist die 10er-Coin. Möge er mir die 10er-Coin geben. Was ist passiert? Wieso springst du? Hör doch auf zu springen, Mann. Wer bist du denn? Er springt nochmal. Okay, wir holen die Blume. Und wir gehen zurück. Wir haben nämlich kein Wonder Seed erhalten. Nur, es gibt den Wonder Seed einmal. Oh, come on. Jetzt müssen wir das ganze Level nochmal von vorne spielen. Hier müsste doch das Ziel sein. Hier geht's nach dem Ziel weiter? Hä? Warte. Hier sieht es sass aus. Da ist das Ziel. Wir können hier unter dem Ziel lang. Endlich Gesellschaft. Hier ist gar nichts außer die Blume. Egal, es ist trotzdem ein cooles Secret. Yo, wie groß ist denn die Fahnenstange, wenn die bis da hoch geht? Damn, da haben wir auf jeden Fall... Die ist sehr lang. Okay. Ich liebe es. Da haben wir nur einen Wundersamen erhalten. Und wir holen den zweiten direkt nach. Es gibt 3? Ich bin maximal verwirrt. Wir holen die anderen beiden danach. Wir haben hier ja auch eine wunderbare Zeitangabe oben. Vielleicht müssen wir einfach nur irgendwas Krasses erreichen. Da ist ein Ziel. Warum ist da ein Ziel? Ich bin komplett verwirrt. Jetzt haben wir den zweiten Wundersamen. Eine weitere Idee wäre, auf diesen Dingern mitzureiten. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber wir werden sehen. Die machen das Ziel kaputt. Okay, aber was... Also, wir kriegen hier voll viele Coins für. Let's go. Da kriegen wir ein Wonder Seed. Let's go. Und damit haben wir alle 3. Und wir können direkt ins nächste Level. Rolf ist das nächste Level. Das wird uns aber erst morgen anschauen, guys. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert und checkt dieses Video aus. Da waren wir Avatar in Mario Odyssey. Geisteskrank. Bis jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.